Leben ist alles Veränderung. Und wenn man dann mal so zurückblickt im Leben, dann denkt man an manche Szenen. Ja. Und da, wo wir jetzt stehen, denken wir an folgende Szene. Und das Wichtigste für mich, die Ossi ist auch da. Denn ohne der würde es hier keinen Spaß machen. 4 Jahre ist das Ganze jetzt her. Das war eine unserer ersten Ausfahrten mit Gustl. Der Gustl steht an gleicher Stelle. Und die Ossi ist ja damals den Barfußpfad gelaufen. Wir blenden das Video mal ein. Das könnt ihr euch ja noch mal anschauen, wenn ihr Lust habt. Und dann hat die Ossi gesagt, in einer Regenpause. Ja, jetzt regnet es gerade nicht. Komm, Helle, lass uns noch mal diesen Barfußpfad laufen. Das hat mir nämlich sehr gut gefallen. Und ich laufe ja Barfußpfade sehr gerne. Doch leider muss ich jetzt feststellen, der ist so gut wie zugewachsen. Also eigentlich existiert er nicht mehr. Wir laufen gemeinsam mit euch, dann könnt ihr das mal vergleichen mit dem anderen Video. Ja, es ändert sich nicht alles zum Positiven, aber der Platz in Almersbach im Tal ist nach wie vor empfehlenswert. Er ist ein gepflegter Platz, nicht ganz billig, mit 12 Euro. Das hat er aber schon vor 4 Jahren gekostet. Hat er schon Jahren gekostet. Also bis jetzt gab es hier noch keine Preiserhöhung. Ja, und dafür gibt es hier sehr gutes WLAN und das ist auch der Grund, warum wir den Platz angefahren haben, weil wir ein Video hochladen wollten. Ja. Und der Platz an sich und auch der Spielplatz, das Gelände drumherum, ist nach wie vor sehr gepflegt. Ja. Nur leider der Barfußpfad und die Kneippanlage nicht mehr. Nee, das sieht nicht so danach aus. Der Kräutergarten scheint auch noch schön zu sein oder jetzt erst richtig. Ich glaube, damals so ist er ziemlich neu angelegt worden. Okay, wenn ihr jetzt den Löschtrager dahinter hört. Man hört nachts nichts. Also heute Nacht war das vollkommen ruhig hier. Ja, also man schläft hier wirklich sehr ruhig. Ja. Man kann es empfehlen, nach wie vor den Stellplatz. Mhm. Und für uns hat sich natürlich einiges geändert im Leben, aber zu der Aussage vom Anfang dieses Teilstücks hat sich nichts geändert. Ohne meine Ossi wäre nichts so schön. Das ist doch lieb, gell? Das hat jetzt gerade Spaß gemacht. Die verschiedenen Hölzer, spitze Steine, runde Steine. Zwischendurch war wieder Gras. War schön, hat Spaß gemacht. Ossi, Lust auf Barfußpfad? Ja, Lust auf Kneippbecken? Ja, das ist leider zu. Das war damals recht nett. Ja, so ist das Leben. Aber vielleicht laufe ich doch mal
Das Leben ist Veränderung. Ich laufe trotzdem barfuß. Das ist ja Wiese, wie es aussieht. Schade, über den Balken konnte man mal wunderbar laufen, aber durch Brennnesseln, also das muss nicht sein. Nein, ganz bestimmt nicht. Dabei sind Brennnesseln gesund. Ja, aber... Die Natur hat sich viel zurückgeholt und jetzt ist gerade eine Eidechse durchgehuscht. Na, hat doch auch einen Vorteil. Schade um den schönen Pfad, aber manche Teile sind erneuert worden. Vielleicht wird er doch wieder hergerichtet. Es wäre echt toll, wenn das so wäre, denn es macht Spaß. Also, alle möglichen Wanderwege gibt es hier. Und da ist auch ein Wanderertreff Waldeck. Die Ursi ist auch da, aber die bleibt nicht, dann nehme ich wieder mit. Was soll ich hier alleine ohne Helle? Thank you.
Jetzt muss ich euch doch noch was sagen. Beim Rausgehen habe ich auf einem Schild gelesen, dieser Barfußpfad ist geschlossen wegen Corona. Und jetzt wundere ich mich natürlich, weil die Spielgeräte sind offen, aber komisch, ich habe noch nie gehört, dass der Virus an den Füßen hängt. Aber alle Regeln verstehe ich eh nicht, ja? Und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also ich sage aber, was das angeht, haben sie einen Vogel, aber wir haben keinen Vogel gesehen, oder? Doch, es sind ein paar rumgeflogen, aber die hast du wahrscheinlich nicht gemeint, oder? Also, ja, also manche Sachen haben seltsame Blüten, aber... Es ist, wie es ist. Ja, genau. Es war ein kleiner Rückblick. Ja, und der Platz ist weiterhin dennoch schön. Uns hat uns, absolut, können wir empfehlen. Uns hat uns gut gefallen. Und ja. Wir waren wieder mal einen Tag dort gestanden, war schön. Die Entsorgung ist nach wie vor alles tipptopp. Ja. Wir hoffen, der kleine Rückblick hat euch gefallen. Vielleicht animiert es euch auch dazu, das Video von 2017 anzuschauen. Ach je, ist ja schon eine Weile her. Ja. Ist eins unserer ersten Videos gewesen. Ja. Und ja, wir verabschieden uns jetzt von euch. Ja, genau. Wir fahren jetzt weiter und schauen, wo wir wieder eine Ecke finden, dass wir ein Video drehen können. Ja, genau. Das war jetzt einfach nur noch, bevor wir zu Hause ankommen, einfach noch ein bisschen Erholung, kann man ja schon fast jetzt sagen. Wir sind ja nur auf Erholungsfahrt. Einfach, ist halt einfach schön, mit dem Gustl unterwegs zu sein. Und das wollen wir halt immer sehr ausnutzen, bis auf die letzte Minute. Also. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr wieder gerne einen Daumen da lassen. Wenn nicht, dann ist auch okay. Und wir verabschieden uns und sagen ciao, tschüss, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.